In vielen Arbeitsbereichen erleichtern uns Elektrogeräte heute das Leben. Aber auch das beste Gerät hat irgendwann seinen Dienst getan. Ein neues muss her. Wohin aber dann mit dem Altgerät? Die durchgestrichene Mülltonne auf den Geräten macht deutlich, dass sie nicht in den Hausmüll gehören. Wohin also mit den rund 750.000 Tonnen in Deutschland ausgemusterten Elektrogeräten? Seit 2005 gilt in Deutschland das Elektro- und Elektronikgerätegesetz, das Hersteller von Elektronikgeräten verpflichtet, die umweltverträgliche Entsorgung der Geräte zu sichern. Mit dem Einzug des Elektro-G sind die Verpflichtungen der Beteiligten aus Industrie und Handel, aber auch der Endverbraucher neu festgelegt worden. Wir sprechen hier von einer geteilten Produktverantwortung, bei der die Hersteller ihren Entsorgungsverpflichtungen nachkommen müssen. Hier galt es zunächst, zuverlässige Strukturen aufzubauen, um hochwertige Recyclingprozesse zu sichern und Rohstoffe dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. Kostenlos können Verbraucher ihre Altgeräte bundesweit bei über 4000 kommunalen Sammelstellen abgeben. Darüber hinaus haben Elektrogerätehersteller freiwillige Rücknahmesysteme ins Leben gerufen. Die Sammelstellen dieser Systeme befinden sich im Fachhandel und in Servicecentern der Hersteller. Einmal gesammelt, geht es über möglichst kurze Transportwege zur Verwertung in zertifizierte Recyclinganlagen. Die Behandlungs- und Verwertungsverfahren sind je nach Geräteart teilweise sehr unterschiedlich. In gemeinnützigen und sozialen Einrichtungen werden zum Beispiel Altgeräte von Menschen mit geistiger, psychischer oder körperlicher Beeinträchtigung demontiert. Somit hat ein verantwortungsvoller Recyclingprozess nicht nur einen ökologischen, sondern auch einen sozialen Aspekt. Denn die Arbeit gilt als wichtiger Beitrag zur Förderung der persönlichen Entwicklung, der Selbstständigkeit und des Selbstbewusstseins. Häufig dient diese Arbeit also therapeutischen Zwecken und steigert die Lebensqualität der Betroffenen. Einige Gerätekategorien, wie zum Beispiel Elektrowerkzeuge und elektrische Gartengeräte, eignen sich besonders gut für die Aufbereitung in modernen Recyclinganlagen. Nach dem Fuhrschredder wird das Material über ein Sortierband der Sortierstation zugeführt. In dieser werden die Störstoffe manuell aussortiert. Anschließend wird das Material durch technische Prozesse weiter zerkleinert und in die einzelnen Fraktionen separiert. Die so gewonnenen Sekundärrohstoffe, wie zum Beispiel Eisen, Kupfer, Aluminium und Kunststoff, können dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt und für die Herstellung neuer Produkte eingesetzt werden. So macht Wiedersehen Freude. Bis zu 96% des Materials von elektrischen Werkzeugen und Gartengeräten werden wiederverwertet. Die wenigen Reststoffe werden der energetischen Verwertung zugeführt. Wer die Zukunft nachhaltig sichern will, muss handeln. Deshalb setzen wir uns als Hersteller von Elektrogeräten für die ressourcenschonende Produktion von Neugeräten und die sichere Entsorgung von Altgeräten ein. Leisten auch Sie einen weiteren wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Umwelt- und Naturschutz. Geben Sie ausgediente Elektrogeräte in einer der vielen kommunalen Abgabestellen, in einem Servicecenter der Hersteller oder im Handel ab. So sichern Sie den Wiedereinsatz von wertvollen Sekundärrohstoffen. Dankeschön.